Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Gefecht mit einer Hipper eingesendet von Dom Chavez vom Clan OMA. Ist ein reines Stufe 8 Gefecht mit vielen Sechsern. Dieses Gefecht, also da wurde er noch bei der E-Mail angehängt, denn dass er die Anfängerguides von mir gesehen hat, wahrscheinlich ein relativ neuer Spieler. Als relativ neuer Spieler zähle ich tatsächlich alles unter 5000 Gefechte, alles bis 1000 Gefechte ist absoluter Anfänger, bis 3000 Gefechte lernt man immer noch. Und damit meine ich nicht, wie man zielt, wie man schießt, welche Munition man wählt. Das lernen manche Spieler auch nicht mit 30.000 Gefechten. Dementsprechend, World of Warships ist ein Spiel mit ziemlich seichter oder ziemlich steiler Lernkurve, je nachdem, wie man das Spiel denn spielt. Und wie gesagt, im E-Mail erwähnt, stand dabei, dass er noch nicht sehr erfahren ist. Da bin ich jetzt gespannt. Er hat auch gesagt, dass er einige Fehler gemacht hat. Und das ist genau das, was ich auch einmal zeigen möchte, dass wir auch mal ein Replay haben, wo es ein oder mehrere Fehler gibt, die leicht zu erkennen sind und vielleicht so eine Hilfe sind für andere Spieler, die noch nicht lange dabei sind. Denn mittlerweile levelt man sehr, sehr schnell hoch. Und das ist meistens für die eigene Winrate, für das eigene Spielerlebnis belastend. Früher sind wir hochgekrochen. Es war einfach übel. Scheiße. Also tut mir leid, das war echt brutal. Wir haben teilweise 6 Monate für einen Stufe 10er gebraucht, ohne Premium zu kaufen oder sonst was. Also mit normal fahren und Vollzeit arbeiten. Gott, ich habe fast 6 Monate gebraucht, bis ich meinen ersten 10er hatte. Gut, ich bin 2 oder 3 Linien parallel hochgefahren, aber auf Premium frei, also free to play quasi. Das war brutal. Und heutzutage 80 Gefechte, wenn es hochkommt, 50 mit den ganzen Flaggen, wenn man lange braucht. Und das ist einfach brutal. Dass man da die Hälfte nicht mitnimmt, das ist klar. Und damit meine ich, dass man dieses eigene Schiff nicht kennt und die Gegnerschiffe nicht kennt und dann immer vorsichtig sein muss. Hier zum Beispiel haben wir eine Hipper. Gut, der Kurs ist nichts Ungewöhnliches tatsächlich. Es ist ein Verteidigungsgefecht. Das ist eines der langweiligsten Gefechte, die es gibt für World of Warships Verhältnisse. Denn das bedeutet, meistens wird alles hinten rumcampen, und wenn man noch schlau ist, dann verhindert man, dass etwas durch die Mitte jolt, das eigene Cap einnimmt oder zumindest blockiert. Denn das ist oft tödlich bei Spielen, wo, wenn Schiffe lange drin sind, oder rechts kommt die Gere, dass viele, das geht komplett daneben, schlecht gezielt. Oder dreht er da noch rein? Der ist ja noch hart. Also normalerweise dürfte er nichts treffen, trifft auch nichts. So. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist hydroakustische Suche drauf. Wie gesagt, wir haben die 203er auf der Hippe. Man muss relativ gut aufpassen zu Beginn, dass man nicht rausgesniped wird. Er kennt ja die Sniping-Meter. Das hat gepasst. Noch ein Ticken weiter vorhalten kann man. Jetzt ist der Motor rausgefallen. Sprich, das können wir noch ein bisschen näher ran. Also vom Zielen her. Ich habe jetzt so gemacht. Weil, repariert. Sehr gut. Dann sollte das auch ein guter Trefferpool an gutem Schaden werden. Wir haben jetzt 5000 von insgesamt. Oh Gott, die von 18.600, dementsprechend ist das nicht ganz ein Drittel, aber vielleicht mit der nächsten Salve, da ist auch ein Brand von uns drauf und das ist immer guter sexy Schaden. Die Gäre hat vertorbt, jetzt hätte ich fast verhiebt gesagt, wir natürlich auch, auf einen DD zu torpedieren ist meistens sinnlos. Torpedos kosten übrigens Geld, also wenn ihr sparen müsst, der Prime, der knausrige Arschkopf hier wieder, aber schießt mal bei der Shima alle 3 5er-Spreads ab, das geht ins Geld. Achtet einfach mal drauf, wie viele Torpedos ihr verschossen habt, wie viel euch der Torpedo gekostet hat und rechnet das gegen. Kann man machen. Dann, man schießt. Aber solche Sachen müssen dann theoretisch nicht sein. Aber kann man dennoch machen, vielleicht hat man ja Glück. So, die Gäde, ich weiß nicht, was sie macht, aber sie macht irgendetwas und das ist halt auch das, was vom Strich dann rauskommt. Schießt nicht auf uns, die Torpedos sind immer noch nicht ready. Wir machen Schaden um Schaden, sie fährt auf die Insel auf. Also das ist, glaube ich, das, was man landläufig als einen Bot bezeichnet hier im Gegnerteam. Solche Spieler gibt es tatsächlich viel zu oft, nicht nur hier in diesem Gefecht. Das ist ein Problem, das, würde ich sagen, bekannt ist, aber jeder Spieler, der ein bisschen länger spielt, kennt es. Manche YOLOn einfach rein. Ich persönlich bin der Meinung, also dass es nicht wirklich ein Bot ist, aber dass diese Spieler einfach ranfahren mit Sekundärartillerie an. Vielleicht schießen sie nochmal, der schießt tatsächlich auch, um dann schnell zu sterben und das nächste Gefecht zu machen. Weil sie Schiffe so leveln.
aber ist nicht äußerst demütigend, frustrierend. Man lernt ja auch nichts dabei. Dementsprechend könnte es dennoch ein Podgriff sein, aber ja. Wäre er jetzt, und das ist die alles entscheidende Sache, direkt ins Cap gefahren. Na, schaut, das ist frei, komplett durch die Mitte, trotz Flugzeugträger. Weser und Ruyon, der fährt außenrum die ganze Zeit. Bahn ist frei, ohne zu schießen, hier durchfahren. Das hätte dem Team einen immensen getan. Und nicht 3DDs gleich zu Beginn. Sayonara, oder wie sagen die Japaner da, Seppuku, also Selbstmord quasi, ritueller Selbstmord aufgrund von auferlegter Schande oder so. Ich höre mich da nicht so gut aus. Ich bin vom Typ her, was Wissen betrifft, wahrscheinlich jemand, der zu allem was sagen kann, aber nicht zu vielem viel sagen kann. That's the problem. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass man generell in der heutigen Zeit, wo der Zugang zu Wissen so extrem ist, auch nicht alles wissen kann. Von keinem Bereich. Manch einer, der da, wo man selbst ein paar Problemchen hat oder ein paar Defizite hat, mehr weiß, weiß halt irgendwo anders, dann dafür gar nichts. Und natürlich das menschliche Gehirn, zumindest so wie wir es nutzen, ist begrenzt. So, schauen wir mal. Dom Chavez, ich hätte fast Chevalier gesagt, Chavez, fährt hier den falschen Kurs. Normalerweise müsste er die Mitte besetzen. Die Anschein wurde zwar erst gesichtet, hier außen gibt es aber nichts mehr. Was Schaden betrifft, geht es im Gefecht stark um Positionierung. Und Positionierung, das spart Zeit. Und Zeit ist das, was wir hier begrenzt haben, zusätzlich zu Trefferpunkten. Das bedeutet, wir positionieren uns so, dass wir unsere Trefferpunkte am effektivsten nutzen können, zusätzlich mit unserem potenziellen Schaden, und dass wir Zeit sparen, indem wir Schaden machen können. Ansonsten müssen wir die Zeit nutzen, um dorthin zu fahren, wo wir Schaden machen können. Die Mogami kommt uns jetzt ein bisschen entgegen, aber ihr seht, worauf hinaus, wir Limit ist komplett offen. Hier außen rumzufahren hat keinen Sinn. Wir haben 17,7 Kilometer Reichweite. Wir sind Top-Tier. Wir können tatsächlich mit der Hipper ein bisschen aggressiv drauf fahren. Die Anschan, ich weiß nicht, was sie macht. Also, sie macht nichts Gutes. Das meine ich damit. Ist nur ein Sechser. Ist klar. Es gibt manche Stufen, da hat man Probleme. Vor allem 7. Blöd mit Aufdeckungsreichweiten gegen Stufe 6 und gegen Stufe 8er. Stufe 6er sind ein bisschen, was die Torpedoreichweite betrifft. Hör auf, diese Torpedos einzusetzen. Was die... Sehr gut, weg mit den Torpedos. Was die... Was habe ich gesagt? Torpedoreichweite betrifft und auch den Schaden betrifft, sind wir im Nachteil gegen Stufe 8. Aber wir hier... Oh nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hydroakustische Suche ist ready. Brauchen hier theoretisch keine hydroakustische Suche aktivieren, weil sie 6 Kilometer gleich, also das Anzeigen, gleich wie hier die Kilometer. Da sparen wir uns die überlappenden Kreise. Wir sehen aber Last Position, ganz wichtig. Vielleicht wurde das noch nicht aktiviert. Hier seht ihr die Schraube. Ja, ihr könnt ja quasi alles einmachen. Zahlenwerte für Reichweite, Schiffsnamen, ganz wichtig. Minikarte ist scheiße. Und dann hier Wasser- und Kreistransparenz. Mir gefällt, dass das leicht durchsichtig ist. Ist angenehm für mich. Dann seht ihr ungefähr, wie weit die Reichweiten sind. Arbeitet mit den Kreisen, arbeitet mit der Karte, plus für eine Vergrößerung der Karte. Ich sehe schon, ich muss reinschreiben. Tipps und Tricks für Anfänger, Positionierung etc. Ihr seht auch, das gegnerische Team macht hier einiges falsch. Die Flanke kann man gegen eine Überhand oder gegen eine Überzahl kaum halten. Gilt eigentlich dann eher, sich ein bisschen zu konzentrieren, die Schiffe näher ranzurücken und immer das äußerste Schiff der Flanke oder das vorderste gemeinsam zu beschießen. Meiner Meinung nach dann der Weg zum Ziel, wenn man eh schon in quasi Unterzahl kämpfen muss. Hier die Fuße, die Arme, kann die Colorado natürlich durch hinausziehen, noch ein bisschen bespaßen, aber wird abgefackelt von Öland und von Colorado schlecht hin. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Das, was die Anschein hier betreibt, ist auch belastend. Die hatte alle Zeit, hat sich für, oh, und da hat tatsächlich noch die Colorado, oder wie anscheinend die Colorado rausgekriegt, schön, aber hat sich für ja, das Auffahren entschieden, hat sich für das Nebeln entschieden, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre, weil alle Schiffe weit genug außen waren. Naja, mal schauen, wo die anscheinend am Ende steht. Wie gesagt, wir blamen hier niemanden, denn Stufe 6 Schiff ist Stufe 6 Schiff, man weiß nicht, was für ein Kapitän da drin sitzt, beim besten Willen, dementsprechend. Jeder versucht sein Bestes. Torpedos, vor allem hier gegen die Gneisenau,
Ja, schwierig einzusetzen, die hat auch Torpedos. Fährt sie rein, wahrscheinlich der Kurs sieht gut aus. AB auf Breitseite-Schiffe, auch auf die Gneise auch möglich. Breitseite zu zeigen, sollte möglichst verhindert werden. Das Problem, was wir hier jetzt haben, ist, die Gneisenau, die vielleicht nicht aufpasst und auf die Torpedos achtet, wird dann, nachdem der erste Spread getroffen hat, eigentlich den Kurs ändern müssen, oder ansonsten falle ich vom Glauben ab. Wäre ja arg, wenn sie es nicht machen würde, weil sie dann weiß, dass Torpedos hier sind. Das bedeutet, der zweite Spread geht, wenn man es dann immer noch auf den Spread, der angezeigt wird, also auf den Winkel, der angezeigt wird, abwirft, zu 99% daneben. Außer der Gegner achtet nicht drauf. Und jetzt kommt die AB. Der fetteste Tipp, den ich jeden deutschen Schiffespieler oder Kreuzerspieler geben kann, ist, ist immer, wenn es geht, AB. Ruf dafür das World of Warships Fitting Tool auf, das ich meistens irgendwann im Stream einblende oder aufzeige oder zeige. Schaut nach bei den Bennwerten der AB. Geht mit den Triggers so drüber, damit ihr seht, und wie gesagt, die zweiten haben nicht getroffen, natürlich, wie die Penetrationswerte sind, wie viel Millimeter durchschlagen werden können auf welche Entfernung. Und hier zum Beispiel AB nicht auf die Zitadelle, sondern auf, wenn wir mal näher rankommen hier. Ah, vielleicht sehen wir das nochmal. Hier, auch einmal kurz Pause, Dankeschön. Oh, das funktioniert sehr gut. Schaut, nicht auf die Zitadellen schießen, bei deutschen Schlachtschiffen zum Beispiel, oder wenn man zu weit entfernt ist, wenn die Penetration nicht reicht, oh, ich glaube, der Turm wird dann asynchron, sondern wenn das hier die Reling ist, ein bisschen drunter aufs Shot. Jetzt schauen wir mal, die ist immer noch synchron, oder? Ja, ist immer noch synchron, ausgezeichnet. Lief nur ein kleines bisschen weiter, ich hoffe, das passt. Da nämlich diese Beplattung ist leichter gepanzert. Da macht man zwar keine Zitadellen, aber man macht schweren Schaden, also Penetrationen mit AB, 33% des Alphas, das ist wichtig. So, und natürlich bei der Gneisenau müsst ihr aufpassen, die haben jetzt die Sekundärartillerie verbessert. Das Ding ist jetzt zwar nicht mehr so genau, hat 2,5% Streuung verloren, wenn man sie denn skillt noch zusätzlich, aber sie schießt weiter und sie ist unangenehm, also passt immer auf. 9,5 Kilometer Max Reichweite. Meistens, wenn man gegen Brawler fährt mit guter Panzerung, die auch noch Torpedos haben, versucht man immer den kleinen Ticken über der Maximalreichweite der Sekundären zu bleiben. Ist bei der Bismarck übrigens 11,3, 11,5. Ich glaube 11,3 sollte noch so sein wie früher. Vielleicht, wie gesagt, ist auch 11,5. Und dann ab Stufe 10 ist es 12,5. Da muss man noch ein bisschen besser aufpassen. Die Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht so gut. Hier zum Beispiel hätte ich die Gneise noch viel, viel schneller runtergefahren, wäre ich auf 13, 14 Kilometer geblieben, hätte mit dem Arsch hin und her gewickelt, hätte sie mich weniger getroffen, ja, hätte vielleicht das nicht so heroisch gewesen wie hier, das Umtänzeln, allerdings ist es weitaus effektiver, wir hätten weniger Schaden genommen. Frage ist halt, brauchen wir die Trefferpunkte später noch? Ja, mit Sicherheit. Denken wird leider nicht belohnt, potenzieller Schaden. Da habt ihr es. Zwei Pens, hier Overpens. Overpens gibt ein Zehntel Schaden. Das ist immer nett zu sagen bei einem Replay, quasi, wo man ein paar Anfängertipps gibt. Ich glaube, Dom Chavez hat um die 2600 Gefechte. Habe ich mal nachgeschaut. Dementsprechend kann man das schon hernehmen. So. Bismarck ist hier vollkommen korrekt. Auf 16 Kilometer kann man HE schießen, bis es brennt. Geht dann theoretisch, je nachdem wie die Superstructure aussieht, auch gut mit AB. Dann hat Overpenetrations, da kommt natürlich die Rechnung wieder ins Spiel. Sind 33% Alpha HE bei HE-Penetration in die Superstructure mehr als 10%, weil meistens sind es also Overpens, mehr als 10% Alpha AP, dann nimmt man HE, plus zusätzliche Brandwahrscheinlichkeit. Man hat allerdings auch bei AP die Möglichkeit, wenn man ein besser gepanzertes Modul trifft, einen Penetrationsschaden zu machen. 33%. Und da der Alpha HE sehr gering ist bei den Deutschen, der Alpha AB dafür dementsprechend ein bisschen höher, lohnt es sich, ihr seht, das sind jetzt drei Durchschläge zu 1600 gewesen, das sind jetzt zwei Durchschläge zu 900, dann wäre jetzt noch einer für 825, ihr seht, worauf ich hinaus will, da muss man ein bisschen schauen, ein bisschen durchrechnen. Probiert es ein bisschen, die 203er sind tatsächlich nicht schlecht. Wenn wir uns im Bereich der 152er wie bei einer Mainz treffen, das machen wir bei der Mainz.
Das ist alles ein bisschen anders dann. Der große Vorteil der Deutschen ist die ein Viertel Penetration der High. Wir haben bei 152 mm haben wir 30 mm Pen. Kommt hin. Sehr, sehr gut. Aber bei den 203ern haben wir hier 51 mm. Was will man mehr? Es ist super. Niemals hier verheißen bei den Deutschen. Kreuzern, ganz, ganz wichtig. Hört sich nie aus bei den Schlachtschiffen. Nur wenn man die Sekundärartillerie auf ein Niveau bringen muss oder möchte, welche quasi IFAE benötigt penetrieren, wenn man auf Sekundärartillerie spielt. Bei den DDs braucht man woanders. Aber jeder wie er mag natürlich, immer. So, jetzt haben wir einen astreinen AP-Fall. Hört euch das an. Die Queen Elizabeth, die ist nämlich sehr, sehr dünn beplattet, sehr, sehr... Einfach vor! Gib ihm! Das ist Futter! Keine Angst, 11.000, ja, ich weiß, ihr 180er. Da sind manche Leute immer ein bisschen, aber hier hämmert es gut rein, das sind 24.000. Die Silhouette, man muss so wenig Schiff zeigen wie möglich. Nicht Breitseite fahren, ich weiß, natürlich, Schaden wird immer genommen, das ist klar, aber die Frage ist, ob so viel Fläche getroffen wird. Oder ob so viel Fläche getroffen wird, wenn das selber so eine Fläche ist. Das ist natürlich, das ist ein extremer Unterschied. Und immer, wenn geht, schießt. Wird auch hier mitgenommen. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich getroffen werden. Vielleicht wird hier auch noch ein bisschen was fährt hoch. Ja, dann, wie gesagt, den zweiten Spread gleich raus. Ja, das wird es nicht sein. Der wird nicht umdrehen. Der wird so weiterfahren teilweise. Es ist sehr, sehr schwierig, Spieler einzuschätzen, die nicht wissen, was ihr Schiff oder was sie mit ihrem Schiff machen sollen. Das ist das Allerschwierigste. Fahren sie davon, drehen sie weiter ein. Er will jetzt zum Beispiel mit der Hauptartillerie nochmal schießen. Da macht es unser Dom Chavez gut, er hat so wenig wie möglich gezeigt, aber ja, die Queen Elizabeth ist dafür bekannt, dass sie relativ genau ist. Relativ, natürlich auf Stufe 6. Auf 4,7 Kilometer sollte man eigentlich nicht daneben schießen können, ist aber allerdings möglich. Und jetzt gilt's, wir wollen keine weitere Salve mehr haben. Also tatsächlich, ich würde hier auf die Torpedos scheißen. Man muss ein bisschen höher zielen, damit. Also, müssen nicht, aber es soll in die. Ausreichend. Es soll unter die Reling gehen, von mir aus auch noch in die Superstructure, ist egal. Der Schaden, die 2000 sind auf jeden Fall da. Die Torpedos wären besser geworfen gewesen. Und jetzt geht unser Flugzeugträger auf den Sack. 96.991. Viele werden jetzt sagen, oh, was ist das für ein Gefecht? Das, ja, das sind aber keine 150.000, das sind keine 200.000. Ohne Frage. Ist immer so viel drin. Je nachdem, wie das eigene Team und wie vor allem das Gegnerteam fährt, was für eine Karte, was für Elan, was für eine, wie will man das nennen, für eine Qualitätskette entsteht. Ein Schiff fährt nach vorne, ein zweites schließt sich an, alle pushen über eine Seite. Scheiße. Ja, dann bekommt man wahrscheinlich entweder einen Gegner, mit dem man es nicht aufnehmen kann, oder eben gar nichts, wenn man auf der anderen Seite steht. Ist immer gefährlich. Auf der anderen Seite. 96.991 ist kein Durchschnittsgefecht. Schaut euch den Durchschnittsschaden 50% overall von den Stufe 8 Schiffen an. Da werdet ihr enttäuscht zurückkommen und sagen, oh, die 100.000, die sind doch sehr gut. Kann ich jeder immer 150.000 machen? Diese Gefechte sind halt dazu da, ein niedereres Ergebnis wie 40.000 mal auszugleichen, welches ohne Frage auch kommt. Auf Stufe 8 im Kreuzer sollte man eigentlich immer 60.000 anpeilen. Ich glaube, das ist okay. 60.000, 70.000, dann bewegt man sich in einem guten Durchschnitt. Und die entscheidende Frage ist natürlich, auf welche Schiffe machen wir den Schaden? 60.000 auf DDs? 60.000 auf Schlachtschiffe. Aber sind einfacher zu farmen. Haben weniger Reload als Kreuzer und dementsprechend ist den Granaten einfacher auszuweichen. Was wir hier gesehen haben, ist natürlich vor allem zu Beginn und dann das Rausfahren eine bisschen eine schwierige Situation. Wir haben hier quasi viel Zeit verschwendet, unter Anführungszeichen, um den Kurs hier nach außen zu fahren, obwohl wenig Gegner hier waren. Man muss auch dazu sagen, Dom Chavez hatte ein bisschen Pech. Hier unten war viel mehr Gegner, der hat aber gekämpft, da hätte man runterfahren müssen. Ist manchmal nicht so einfach. Deswegen sind das auch keine der besten von den besten Replays, sondern es sind zufällig gewählte Replays. Wenn ihr wollt, können wir einmal, vielleicht mache ich eine Abstimmung, pro Woche ein Gefecht nehmen, das hochgeladen wurde auf replays.com mit dem Höchstschaden. Immer abwechselnd. Einmal Schlachtschiff, einmal DD, einmal. Ne? Bedeutet,
Einmal im Monat kriegen wir alle Klassen durch mit Spezial. Wäre eine Möglichkeit. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Und so sieht es eben aus, wenn man keine 19er, keine 21er Kapitän auf den Kapitäns, also von den Kapitänspunkten hier hat. Das ist ein normaler 10er Kapitän und nicht unbedingt die Skillung, die ich persönlich genommen hätte. Ich gehe da auf Stufe 8 immer direkt auf Schaden. Oder kann hier natürlich den 1er 1-1er Skill nehmen, wenn es notwendig ist, oder eben den Last Stand. Ist natürlich praktisch, das zu nehmen, wenn man 2 Punkte dafür investiert. Da spreche ich niemanden ab, ansonsten Sprengmeister. Das hier ist auch nett, allerdings haben wir hier keinen Heal und ich brauche das auch nicht. Ich würde da eher auf plus 10% Schaden gehen, was Hai betrifft. Da schießt man dennoch viel Hai. Allerdings ist es ein 203er Schiff und die Hyper, da könnte man das theoretisch auch weglassen. Könnte vielleicht auf AP gehen, sind nur plus 5%. Aber Adrenalinrausch zahlt sich meistens aus. Und natürlich Tarnung, damit man zugehen kann, wenn man muss. Wie gesagt, schon die 96.000 sind tatsächlich nicht schlecht und hallo. 8 und dann erster Platz. Als Stufe 8, da kann man sagen, ja, soll schon so sein, aber als Anfänger oder Semi-Anfänger oder mittendrin, könnte man sagen, ist ein erster Platz immer schön. Der ausführliche Bericht zeigt auch, Torpedos, ein Treffer, 66 geschossen. Das macht einen Unterschied, das ist schon krass, ne? Wir haben Sekundärbatterie, 34 Treffer, 8000 Schaden immerhin, 8000 an Bränden, Panzerbrechen 40.000 bei 62 Treffern, 46.000, 28.000. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Credits, ja, kein Premium. Da muss man immer schauen, wo man bleibt. Ich sage Dankeschön fürs Einsenden. Solche Gefechte sind fast wichtiger als Farbengefechte, wo man sehen kann, wo man steht. Hier sieht man nämlich, wo man aufpassen muss, dass man nicht hinkommt und wo man hinfahren muss, damit man genügend Schaden bekommt. Alles in allem ein gutes Gefecht, überdurchschnittlich. Dankeschön fürs Einsenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.